Herzlich willkommen bei Kurs auf UTech. Mal wieder ein Vortrag von Microsoft. Und diesmal geht es um die Hochverfügbarkeit mit Windows Server Next, VNext. Und Windows Server VNext, das ist der nächste Windows Server, also Windows Server wahrscheinlich 2016. Und der aktuelle ist ja Windows Server 2012 R2. Und am besten kann uns das natürlich Carsten Rachfahl erklären. Deswegen ist er auch bei Microsoft am Stand und erklärt, wie Hochverfügbarkeit mit Windows Server VNext funktioniert. Das Ganze natürlich mit Failover Cluster und Storage und so weiter. Alles, was dazu gehört. Deswegen schaut euch das Video mal an. Ist ein sehr gelungener Beitrag und viel Spaß mit eurer Hyper-V-Hochverfügbarkeit. In diesem Sinne, viel Spaß. Ja, herzlich willkommen hier auf der CeBIT-Bühne. Mein Name ist Carsten Rachfall. Titel des Vortrags ist Hochverfügbarkeit mit Windows Server VNext. Können Sie mich verstehen? Passt soweit. Okay. Windows Server VNext, haben Sie vielleicht mitbekommen, ist der nächste Server, der im 2016 rauskommt. Also es ist noch ein bisschen Zeit. Microsoft hat noch Möglichkeiten, Features reinzubringen. Und ich habe mich konzentriert auf die Features, die mit der TechEd Europe 2014 bekannt gegeben wurden. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Carsten Rachfall, ich bin MVP für Hyper-V, also für die Microsoft Virtualisierung. Und wenn Sie morgen noch hier sind, morgen halte ich einen Vortrag über, was ist neu in Hyper-V VNext. Ich bin sehr eifrig im Internet zu finden. Einerseits bin ich einer der Hyper-V-Amigos, eine Show, die wir zusammen machen. Dann haben wir die Hyper-V-Community hier in Deutschland mit einem geschätzten MVP-Kollegen, dem Benedikt Berger und noch jemand anders. Und ich selber habe einen Blog, wo ich sehr viel zum Thema Microsoft Virtualisierung blogge. Sie finden mich auch noch, ich mache auch noch sehr viele Expertenvideos im Interview und mache so ein bisschen Screencast. Ich habe einen Podcast zum Thema Microsoft Virtualisierung. Also wenn Sie die Stimme nach den 20 Minuten noch vertragen können, können Sie so ungefähr einmal im Monat noch eine Stunde mich anhören. Wir haben einen eigenen Kurs zu Hyper-V und ich bin sehr aktiv auf Twitter zu dem Thema. Aber jetzt genug zu mir. Wichtig ist nur, wenn Sie was dazu lesen wollen zu dem Thema, einfach merken hyper-v-server.de, da gibt es alle Informationen. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Ich habe Ihnen ein paar Punkte rausgepickt, weil wir können nicht alles machen in 20 Minuten, was an neuen Features kommt. Das erste ganz wichtige Thema, Rolling Cluster Updates. Was soll das? Wenn Sie einen Microsoft Hochverfügbarkeitscluster haben und Sie wollen auf die nächste Version gehen, also zum Beispiel heute, Sie haben Windows Server 2012 und Sie wollen auf 2012 R2 migrieren Ihren Cluster, Sie wollen die neuen Features im Betriebssystem nutzen. Was müssen Sie machen? Sie müssen einen neuen Cluster aufbauen. Das heißt, ich habe meinen 2012 Cluster, meinetwegen 4 Knoten, ich evakuiere einen Knoten, also einen Host, alle virtuellen Maschinen schiebe ich runter, dann nehme ich diesen Knoten, installiere den neu mit 2012 R2, baue damit einen eigenen Cluster. Jetzt kann man mit 2012 schon eine Live-Migration von 2012 auf 2012 R2 machen. Das ist eine virtuelle Maschine, können Sie dann von dem einen Cluster in den neuen Cluster migrieren. Dann nehmen Sie den nächsten Knoten raus und so weiter. Mit Windows Server 2012 R2, das ist die Herausforderung, wie kann ich meinen Cluster demnächst auf VNext updaten? Da hat Microsoft es eingebaut, etwas Neues, den sogenannten Mixed Mode. Das heißt, wir haben unsere Server im Failover-Cluster mit Windows Server 2012 R2. Wir können jetzt Maschinen mit VNext installieren, das heißt, wir können wie vorher auch eine Maschine evakuieren, darauf das neue Betriebssystem installieren und dann diesen Knoten in den gleichen Cluster aufnehmen. Das heißt, aus Ihren 4 Knoten decken Sie einen ab auf VNext. Und der läuft dann gemischt in dem gleichen Cluster mit den 2012 Knoten. Das ist im Mixed-Modus möglich. Jetzt können Sie nach und nach Ihre Hosts migrieren. Das ist ein gemixter Cluster. Das heißt, wir können auch das testen. Wie läuft das? Wenn wir irgendwelche Probleme feststellen in Ihrer Umgebung, können wir auch durchaus zurück. Ja, das heißt, dieser Mixed-Mode, der ist jetzt nicht gedacht, kurz noch hier, für den Dauereinsatz, dass Sie also ein Cluster installieren und dauernd gemischt laufen lassen zwischen VNext und 2012 R2, sondern es gibt einen gewissen Zeitrahmen, weil Sie haben auch ein paar Nachteile dadurch. Das heißt, neue Features, die mit dem Failover-Cluster mit VNext zur Verfügung stehen, sind hier dann nicht nutzbar. Obwohl die Knoten meinetwegen auch alle in VNext sind. Sie müssen dann nochmal final den Cluster
den Funktionslevel des Clusters hochheben. So wie beim Active Directory, die haben sie auch Funktionslevel und sie können dann auch sagen, im Cluster, so wir haben jetzt alles wie Next, wir heben den Cluster-Funktionslevel hoch und dann haben wir neue Möglichkeiten. Das ist im Mixed-Modus zum Beispiel nicht möglich. Wenn Sie aber feststellen, hier passt irgendwas nicht so, können Sie auch jederzeit wieder hingehen und die V-Next-Maschinen rausnehmen aus Ihrem Cluster und wieder 2012R2 installieren. Also Sie können zurück. Das heißt, der Weg zurück ist möglich. Wir sind wieder ganz normal in unserem Cluster. Wir warten vielleicht 2 Monate, 3 Monate und dann können wir nochmal gucken, wie geht's. Wenn alles gut läuft und wir sind in diesem Stadium, wir wollen jetzt von diesem Mixed-Modus, das heißt, wir haben alle 2012R2-Maschinen irgendwann auf VNext abgedatet, können wir natürlich dann komplett auf VNext gehen, den Cluster-Level erhöhen und dann haben wir alle Funktionen, die uns in VNext zur Verfügung stehen. Das heißt, ganz wichtig, vorher gab es natürlich auch einen Pfad, aber neuen Cluster aufbauen, Maschinen migrieren, das kann jetzt alles in einem Cluster passieren. Und das gilt nicht nur für einen Cluster, wo Hyper-V läuft, das gilt auch für einen File-Server-Cluster, das gilt auch eventuell für einen SQL-Cluster und so weiter, für alle möglichen Cluster, ist eine Grundfunktion, wo Sie das wischen. Weiteres Feature, was ich Ihnen rausgesucht habe, 5 Minuten, Storage-Replikation, Storage-Replika. Das ist eigentlich ein Feature, was man nur aus Enterprise SAN-Systemen kennt. Das heißt, Sie haben hier ein System, was auf Ihre Platten schreibt oder auf Ihr SAN schreibt und Sie möchten eine synchrone Replikation an einen anderen Standort. Sie haben 2 Rechnerräume, 2 Rechenzentren. Das kann man heute mit SAN Enterprise Systemen machen, ist meistens ein kostenpflichtiges Feature. Und in der nächsten Version von Windows Server VNext kommt das im Betriebssystem. Das heißt, Sie können ein Volume oder eine Partition nehmen und die einfach in eine andere Partition spiegeln. Das kann der Server daneben sein, das kann ein Rechenzentrum weiter sein oder ein Rechnerraum. Das ist ein Feature, was lange gefragt wurde und Microsoft implementiert das folgendermaßen. Ich habe hier mal ein kleines Übersichtsschaubild. Das heißt, hier ist die synchrone Replication, die ist unterhalb vom Volume Manager und oberhalb vom Partition Manager. Das heißt, da oben die Filesysteme, ob das NTFS ist oder RFS, ist vollkommen egal. Ob Sie Snapshots machen, ist egal. Es werden die Blöcke gespiegelt auf die andere Seite. Ja? Es gibt mehrere unterstützte Szenarien. Das einfachste ist Server-zu-Server-Replikation. Ich zeige Ihnen gleich noch, wie das funktioniert, aber erstmal, welche Szenarien gibt es. Das heißt, ich habe 2 Standalone-Server, meinetwegen auch mit eigenen Platten, die in dem System eingebaut sind, und sie spiegeln mit der synchronen Replikation auf einen anderen Server. Das Einzige, was sein muss, das Volume oder die Partition muss gleich groß sein und muss die gleiche Blockgröße benutzen. Sie können nicht sagen, hier habe ich 512 Byte-Blöcke und da drüben habe ich 4K-Blöcke. Das lässt sich natürlich nicht spiegeln, sondern die Geometrie muss gleich sein. Zweites Szenario, Stretch Cluster. Ich habe ein Cluster, ich habe 2 Knoten in dem einen Data Center oder im einen Rechnerraum. Ich habe 2 Knoten in dem anderen Rechnerraum und ich kann, das ist ein Cluster, ich kann darin auch spiegeln. Das heißt, wir haben hier unsere Platten jeweils. Die Daten werden gespiegelt rüber und wenn diese Seite ausfällt, können alle virtuellen Maschinen oder was immer in dem Cluster läuft, hier gestartet werden, weil die Daten sind alle rüber repliziert. Das heißt, Sie haben alle Daten hier und können hier alle Maschinen starten und natürlich auch vice versa. Also ich kann auch die Volumes, die es hier gibt, darüber spiegeln. Das heißt, ich kann mich komplett absichern in einem Stretch-Cluster. Und dann gibt es noch das Szenario Cluster to Cluster. Das heißt, wir haben einen unabhängigen Cluster hier und wir spiegeln in einen anderen Cluster hier. Lässt sich auch bewerkstelligen. Diese beiden Features können Sie schon im Technical Preview mitspielen, die sind da. Cluster zu Cluster kommt etwas später. Wie funktioniert das jetzt? Wir haben unsere beiden Systeme, wir haben unseren Source Server und unseren Destination Server. Ich habe jetzt das aus einer amerikanischen Präsentation rausgeholt vom Produktmanager, der dafür zuständig ist und habe die übernommen. Das heißt, hier ist unser Quellserver, hier ist unser Zielserver. Wir haben da oben eine Applikation, die auf diesen Server schreibt oder die auf die Daten schreibt. Was passiert? Die Applikation schreibt einen Block auf den Source-Server. Anwendung schreibt Block. Dann wird dieser Block in eine Log-Datei geschrieben, auf ein Log-Volume. Gleichzeitig wird bei der synchronen Replikation dieser Block übertragen zum Destination-Server. Das heißt, wir schreiben, wir übertragen. Im dritten Schritt wird es hier auch in ein Log-File geschrieben. Dann sagt der Server, die Daten sind angekommen. Er bestätigt, dass er die Daten geschrieben hat, zurück an den Source-Server. Und der Source-Server sagt der Applikation, jawohl, die Daten sind geschrieben, und zwar auf beiden Systemen. Wenn das erfolgt ist, werden die Daten in ein Datenvolumen geschrieben, da, wo sie eigentlich liegen sollen. Ja? So, und jetzt sind unsere Daten da.
jetzt ganz wichtig, hier zwischen kommt es auf die Laufzeit an. Also wie lange dauert es, bis ein Block übertragen ist und das System sagt, okay, alles fertig, du kannst weitermachen. Das sollte 5 Millisekunden nicht überschreiten. Das heißt, wenn Sie das innerhalb Ihrer Firma haben, sagen wir mal 1000 Meter Differenz zwischen den Gebäuden, gar kein Problem. Wenn Sie jetzt an Rechenzentren denken, wo vielleicht 10, 20, 30, 40 Kilometer drin, zwischen sind, da muss man schon aufpassen auf die Latenz auf der Leitung. Das heißt, nicht weil das nicht gehen würde, sondern weil dann das Schreiben zu langsam wird. Der schreibt und wartet auf seine Bestätigung, bevor er den nächsten Block schreibt. Das heißt, Ihre Anwendung wird dadurch natürlich viel langsamer. Ja? Und deswegen auch hier diese Logdateien, das sollten SSDs sein. Also diese Logdateien sollten auf SSD liegen. Die eigentlichen Daten sollten natürlich auf normalen Platten liegen oder wie Sie das möchten. Die Logdatei muss nicht sehr groß sein, also da kommen Sie durchaus mit 100, 200, 500 Gigabyte hin. Das müssen jetzt also nicht 5 Millisekunden haben. Was mache ich dann? Es gibt auch die asynchrone Replikation. Die sieht folgendermaßen aus. Wir haben wieder unsere beiden Server oder unsere beiden Systeme. Wir haben unsere Anwendung. Unsere Anwendung schreibt wieder Daten auf den Source-Server. Die Daten werden in unsere Logdatei SSD geschrieben. Und jetzt sagt unser Source-Server, Daten sind auf SSD. Wir haben es geschrieben. Okay, Bob, jetzt sind die Daten natürlich nicht rüber. Das kommt jetzt. Das heißt, jetzt werden die Daten übertragen, werden hier auch in ein Logfile geschrieben. Der Server bestätigt, dass die Daten geschrieben sind und dann kommen sie auf die eigentlichen Daten. Das heißt, der Prozess ist genau der gleiche, nur wir sind nicht mehr abhängig von der Bestätigung von der anderen Seite. Das heißt, diese 5 Millisekunden, die wir nicht halten können, oder die 10 Millisekunden machen hier nichts. Solange Ihre Bandbreite groß genug ist, also die Datenmenge, die Sie übertragen können, können Sie auch mit der asynchronen Replikation arbeiten. Das ist anders als in vielen Storage-Systemen, wo die asynchrone Replikation vielleicht nur jede Stunde stattfindet. Hier ist es ein permanenter Prozess. Sie sind nur bei asynchron nicht hundertprozentig sicher, dass Ihre Daten auf dem Destination sind. Bei der Synchron sind Sie es, weil die Anwendung kriegt erst die Bestätigung, wenn die Daten auf beiden Seiten da sind. Okay, auch hier gilt natürlich, die Logs sollten auf SSD sein. Und es gibt das abstruse Verhalten. Ich habe ein Interview gemacht mit dem Programmmanager NetPyle zu dem Thema, ist noch nicht online, wo er sagt, es kann sogar vorkommen, dass wir durch diesen Prozess hier schneller werden, weil plötzlich Daten kumuliert werden, die aufs Filesystem geschrieben werden und die in SSD gehen. Es kann bei manchen Anwendungen so sein, dass es sogar schneller ist, wenn Sie mit Replikation arbeiten, als ohne. In der Regel natürlich nicht. Replikation verlangsamt Ihren Datenfluss. Was habe ich denn sonst rausgesucht? Shared Nothing Storage Spaces. Das ist ein Thema, da finden Sie genau in einem Vortrag 3 Minuten zu. Das ist noch etwas nebulös. Das hier ist ein Scale-Out-File-Server. Wer von Ihnen kennt den Scale-Out-File-Server von Microsoft? Schon mal gehört. Okay, das ist mein File-Server, den ich jetzt auch nutzen kann, um virtuelle Maschinen darauf zu speichern. File-Server kennen Sie alle. Das ist ein hochverfügbarer Aktiv-Aktiv-File-Server. Und hier unten haben wir jetzt JBots dran. Also das sind, sagen wir mal, 4 File-Server. Das ist Windows Server 2012 2 drauf. Und hier unten gibt es JBots. Einfach Plattengehäuse, wo SAS-Platten drin stecken, keine Intelligenz, kein RAID 5 oder sonst was, sondern die ganze Intelligenz der Datenverwaltung machen die File-Server da drüber. Genauso wie beim klassischen Enterprise-Storage-System. Sie haben Ihre Köpfe und Sie haben Ihre Plattengehäuse, die dann verwaltet werden. Inzwischen gibt es dann SAS-Schlüssel. Cooles Konzept, ist aber örtlich sehr beschränkt. Das heißt, ich habe hier SAS-Kabel zwischen diesen Servern und den JBots. Und hier können durchaus mehrere sein. 4, 5 Stück, 240 Platten. Also man kann sehr große Systeme damit aufbauen. So, bei dem Shared Nothing Storage Spaces, hier sind die Storage Spaces, fällt diese Komponente weg und man benutzt einfach die lokalen Platten in den Servern und spiegelt zwischen den Servern die Daten. Die werden dann über ein schnelles Netzwerk gespiegelt. Was sonst mein SAS-System macht nach unten, muss ich jetzt zwischen den Servern spielen. Das heißt, hier brauchen wir momentan 40 Gigabit, vielleicht geht es auch mit 10 Gigabit, aber wenn ich hier einen Block drauf schreibe und möchte den gespiegelt haben, hierhin und hierhin, brauche ich natürlich ein schnelles Netz, sonst wird Ihr Storage-System wieder extrem langsam. Ja? Cloud-Hardware-Design, also günstiges Design. Sie können hier drin jetzt nicht nur SAS-Platten verwenden, sondern auch SATA-Platten. SATA-Platten sind günstig, günstiger als SAS-Platten, besonders wenn man sich die SSDs anguckt. SAS-SSDs sind ziemlich teuer. Wenn Sie Enterprise-SATA-SSDs nehmen, haben wir ein ganz anderes Preismodell. Und das können Sie hier verbauen, weil nur dieser Server, im Gegensatz hierzu, hierzu greifen alle Server gleichzeitig auf die Platten zu. Das heißt, wir haben hier immer SAS-Devices. In dem Fall, ups, das war jetzt die falsche Richtung, Entschuldigung. In dem Fall greift nur dieser Server auf die Platte zu. Das heißt, wir können auch SATA-SSDs und so weiter benutzen. Das wird dann extrem interessant. Das habe ich hier noch stehen.
Wir können große Pools, also das kann aufgebaut werden. 4 Server ist momentan das Minimum, bis zu 12 Server. Microsoft designt so in Richtung 240 Watt. Und das können hier SSDs sein und HDDs und mit 206 Terabyte HDDs oder können Sie schon einiges anstellen, auch mit dem 3D-Gespiegel, kann man sehr interessante Sachen machen. Und Sie können hier jederzeit, wenn Ihnen der Platz nicht reicht und die Performance, kann man hier einen weiteren Knoten im Betrieb hinzunehmen. Dann werden aus den 4, 5, die haben wieder lokale Platten. Und dann kommt zum Beispiel auch das Rebalancing ins Spiel. Das heißt, wir haben hier unsere 4 Server mit den lokalen Platten, die sind fast voll. Sie nehmen einen weiteren Server hinzu, der ist leer. Und jetzt werden einfach die Daten verteilt über 5 Server und Sie bekommen auf allen Systemen wieder Platz und auch Performance. Ist auch sehr interessant. Management, so ein System momentan, System Center oder PowerShell. Ja, das ist der momentane Stand. So, jetzt muss ich ein bisschen sputen hier. Was haben wir hier noch? Ich habe noch mehr Sachen dazu. Ich denke, die Präsentation gibt es, aber diese Shared Nothing Storage Spaces sind voll tolerant für einen Disk-Ausfall oder mehrere Disks, für einen Enclosure-Ausfall. Das heißt, das wird hier auch als Enclosure betrachtet oder hier könnten auch Platten-Enclosure drunter sein. Das müssen nicht nur die internen Platten sein, sondern Sie können auch mit SAS wiederum X-Platten anbinden und auch für einen Server-Ausfall muss das resilient sein. Es geht sogar weiter, wenn es mehr Server sind, können auch 2 ausfallen. Haupteinsatzgebiete habe ich auch für Sie drauf, da habe ich nicht die Zeit jetzt für. Und wenn Sie das Thema interessiert, das ist der Vortrag von Klaus Jörgensen, ist die Quelle drin da, erzählt er dazu so ein bisschen was. Was ich super interessant finde, ist Distributed Storage Cores. Wir haben heute ein Problem und ich habe das letzte Woche wieder beim Kunden erlebt. Sie können nicht genau sagen, welche Bandbreite Ihr Storage-System zur Verfügung stellt, weil das ist geshared, da greifen viele drauf zu. Ja? Das heißt, Sie können nicht genau sagen, ich brauche für meine Anwendung in dem Storage-System so und so viel IOPS, das kann ich nicht garantieren. Microsoft, da Microsoft den ganzen Stack hat, also das ist jetzt rein für Virtualisierung, wir haben virtuelle Maschinen, wir haben einen Hyper-V-Cluster, wir haben den Scale-Out-File-Server und drunter können hier JBOD sein oder SAN-Systeme. Ich kann auch meine SAN-Systeme davor einen Scale-Out-File-Server stellen. Und Microsoft kann mit der nächsten Version wirklich Policies garantieren, weil er zum Beispiel weiß, hier unten sehen wir einen IO-Scheduler und einen Policy-Manager, Sie können sagen, für die VM möchte ich zwischen 3.000 und 5.000 IOPS garantieren. Minimum 3.000, Maximum 5.000. Da er alle VMs kennt, von oben zugreifen, kann er diese Policies auch durchsetzen. Das heißt, es gibt etliche Probleme bei Storage, Noisy Neighbor, da ist plötzlich eine Anwendung, die braucht tierisch viel IOs und alle anderen werden weggedrückt. Das ist natürlich gerade schlecht für den SQL-Server, der gerade für die Geschäftsleitung die Monatsauswertung macht, wenn die keinen IO mehr haben. Ja, und mit solchen Sachen können Sie sowas garantieren. Es gibt verschiedene Modelle, wie man das machen kann. Bei dem Storage-Kurs, wir haben einen Min, kleiner Max. Ich zeige Ihnen mal einfach ein paar Grafiken. Das ist jetzt hier Min kleiner Max. Wir haben also die grüne Linie ist Minimum, die rote Linie ist Maximum. Wir können ein Minimum garantieren. Wenn die Anwendung das abfordert, kriegt sie das auf jeden Fall. Wenn die Anwendung 0 IOs macht, kriegt sie natürlich nicht 300 IOs automatisch, weil wo sollen die herkommen? Aber wenn sie IOs abfordert, kriegt sie das Minimum garantiert. Sie kann bis zu dem Maximum dann die Daten bekommen. Also Sie geben eine Range an, wo sich die Anwendung bewegt. Wenn sie die Daten anfordert, kriegt sie sie in der Range auf jeden Fall. Minimum gleich Maximum, auch ganz interessant, Sie sehen hier, wir haben eine ganz lineare Nutzung in unserem Storage. Kann für Sie auch ganz interessant sein, es gibt keine Peaks nach oben. Wenn die Anwendung die IO abfordert, kriegt sie genau die IOs, die Sie spezifiziert haben. Wenn Sie sagen, 300 IOs brauche ich, kriegt sie die. Ja? Aber auch nicht mehr, also auch kein Peak nach oben. Minimum only, wir geben nur die untere Linie an, unsere Anwendungen können nach oben ausreißen, gar kein Problem. Sie können aber dann schlecht vorhersagen, wie wird es verteilt und so weiter. Und bei Maximum Only, damit können Sie den IO deckeln. Können Sie sagen, die in der Policy sind, die Maschinen kriegen nur 100 IOPS. Mehr kriegen die nicht. Wenn die 1000 haben wollen, bei 100 ist Schluss. Und diese Regeln, da kann es sehr viele Regeln geben. Es gibt Default-Regeln. Sie können spezifizieren, wo liegt meine Anwendung, in welchem Feld. So, und da ist noch viel mehr, weil bei mir läuft die Zeit ab. Ich habe noch 2 Minuten. Cluster Function Level, den habe ich vorhin schon mal angesprochen, wenn Sie so ein Cluster updaten, es kommen mit vNext neue Funktionen, die im Cluster möglich sind. Das heißt, der Cluster bekommt wie Active Directory einen Funktionslevel. Den können Sie erhöhen. Ja? Wir haben Azure Cloud Witness, ganz interessantes Thema. Wenn Sie 2 Rechenzentren haben,
ein Cluster verteilt über zwei Rechenzentren. Irgendwo muss es eine dritte Instanz geben, wo die beiden drauf zugreifen können, wenn zum Beispiel eine Seite wegfällt. 50% der Seite fallen weg. Wer soll jetzt übernehmen? Oder die Kommunikation ist in der Mitte weg. Wer ist noch online? Das heißt, sie brauchen irgendeinen dritten Standort, wo noch was liegt. Und da bietet Microsoft die Möglichkeit, das nach Azure zu legen. Und da liegen keine Daten von Ihnen drin. Da steht nicht drin, welche VM läuft oder sowas. Es ist nur eine Sequenznummer. Das können Sie natürlich auch irgendwo anders einen Share nehmen, den Sie haben, irgendwo was mieten und den da reinlegen. Aber der Azure Cloud Business ist eine Möglichkeit. Cluster Compute Resiliency, auch ein sehr interessantes Thema. Zum Beispiel, Sie müssen sich vorstellen, Sie haben 2, 3 Clusterknoten. Jetzt fällt ein Knoten weg, mit dem kann nicht mehr kommuniziert werden. Da laufen 10 VMs drauf. Was macht der Cluster heute? Der Cluster kann nicht mehr mit dem Host kommunizieren, also schießt er die Knoten ab und startet die woanders neu. Vielleicht ist nur die Kommunikation gerade nicht dahin möglich, aber die VMs laufen alle noch. Die abzuschießen ist vielleicht nicht ideal. Vielleicht wäre es besser, mal 4, 5 Minuten zu warten, ob der Cluster wieder zurückkommt. Das ist zum Beispiel der Isolated Mode. Er sagt also, der Knoten ist jetzt isoliert. Den lassen wir mal in Ruhe. Wenn er die nächsten 4 Minuten zurückkommt, ist alles gut. Wenn nicht, kommt er in den Quarantänemodus und dann werden die Rollen, die hochverfügbaren Anwendungen woanders neu gestartet. Ja, aber wenn Ihr Netzwerk so ein bisschen wackelt, gerade wenn Sie über mehrere Rechenzentren gehen und da ist mal die Kommunikation nicht möglich, der Hardbeat kommt nicht raus, dann ist es vielleicht gar nicht so ideal, gleich die ganzen VMs abzuschießen, woanders neu zu starten. Können Sie aber bestimmen, ob Sie das nutzen wollen oder nicht. Storage Transient Failure, auch interessant, wenn Ihr Cluster nicht auf Ihren Storage zugreifen, dann passiert heute das Gleiche. Die VM macht einen Bluescreen. Es ist im vNext möglich, dass die VM pausiert wird, also quasi eingefroren wird, und wenn nach ein paar Minuten der Storage wieder da ist, läuft die SQL-Server von da weiter. Das heißt, er hat nicht einen Reboot durchgeführt, alle Daten sind weg, sozusagen also alles, was er in Memory hatte, sondern er läuft dann da weiter. Kann interessant sein. Im SMB 3.11, nächste Version vom SMB-Protokoll, total interessante Sachen. Rebalancing habe ich schon angesprochen und viel mehr. Da reicht meine Zeit nicht für. Wenn Sie Fragen haben, ich bin jetzt gleich hier vorne. Bitte auf mich zukommen. Ich erzähle Ihnen gerne noch mehr dazu. Und sonst wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag auf der CeBIT und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.